Der Sheikh Rahimullah sagte weiter, was die Bedingungen von es gibt keinen mit Recht Angebeteten außer Allah anbelangt, so sind sie. Und mit den Bedingungen sind die Voraussetzungen gemeint, die vorhanden sein müssen, damit das Glaubensbekenntnis gültig ist und angenommen wird. Mit den Bedingungen sind die Voraussetzungen gemeint, die vorhanden sein müssen, damit das Glaubensbekenntnis gültig ist und angenommen wird. Über diese Bedingungen spricht der Scheich jetzt. Er sagte, was die Bedingungen von es gibt keinen mit Recht Angebeteten außer Allah anbelangt, so sind sie. Erstens das Wissen, welches im Gegensatz zur Unwissenheit steht. Das ist die erste Bedingung. Der Scheich sagte das Wissen. Und damit ist gemeint das Wissen über seine Bedeutung und das starke Verständnis darüber. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, so wisse, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, wer stirbt, während er weiß, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah, betritt das Paradies. Und aus diesen zwei Texten entnimmt man, dass man die Bedeutung des Glaubensbekenntnisses wissen muss und kennen muss. Das ist die erste Bedingung. Der Scheich sagte danach, als zweite Bedingung, die Gewissheit, welche im Gegensatz zum Zweifel steht. Die Gewissheit, welche im Gegensatz zum Zweifel steht. Und die Gewissheit ist das Ergebnis des korrekten Wissens. Und das Ergebnis des verankerten Verständnisses. Und zwar so, dass man keinen Zweifel mehr an diesem Glaubensbekenntnis hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, die wahren Gläubigen sind diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und dann nicht zweifeln. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, kein Diener trifft mit ihnen Allah, yani mit diesen zwei Glaubensbekenntnissen, ohne daran zu zweifeln, außer dass er das Paradies betritt. Und aus diesen zwei Texten entnimmt man, dass die Gewissheit über dieses Glaubensbekenntnis oder über diese zwei Glaubensbekenntnisse eine Bedingung ist, dass sie angenommen wird. Dass es angenommen wird. Die dritte Bedingung ist die Aufrichtigkeit. Die Aufrichtigkeit, welche im Gegensatz zur Beigesellung steht. Und damit ist gemeint, dass man beim gewissenhaften Aussprechen des Glaubensbekenntnisses aufrichtig ist. Sowie beim Verrichten von allen Anbetungen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, es ist ihnen nichts anbefohlen worden, außer Allah aufrichtig in der Religion allein zu dienen. Danach sagte der Scheich als vierte Bedingung, die Ehrlichkeit, welche im Gegensatz zur Lüge steht. Und das heißt, dass man ehrlich ist und wahrhaftig, dass man ehrlich und wahrhaftig aus dem Herzen heraus das Glaubensbekenntnis ausspricht, auf dass man nicht von den Heuchlern ist
über die Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagte: Wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie: Wir bezeugen, dass du wahrlich Allahs Gesandter bist. Allah weiß, dass du fürwahr sein Gesandter bist. Doch Allah bezeugt, dass die Heuchler wahrlich lügen. Das heißt, die Heuchler bezeugen das Glaubensbekenntnis. Doch sie lügen dabei. Deshalb ist es von den Bedingungen dieses Glaubensbekenntnis ehrlich und wahrhaftig auszusprechen. Von den Bedingungen ist die Liebe. Der Scheich sagte, die Liebe, welche im Gegensatz zum Hass steht. Und das heißt, dass derjenige, der das Glaubensbekenntnis ausspricht, dass er dieses Bekenntnis liebt. Er liebt Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Er liebt den Islam und all seine Gesetze. Und er liebt die Muslime, die Allah gehorchen und rechtschaffen sind. Das heißt, dass man Allah liebt und das, was Allah liebt und für Allah liebt und nichts davon hasst. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, doch die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß in seinem Bittgebet, ich bitte dich, yani Allah, um deine Liebe und die Liebe derer, die dich lieben und die Liebe der Tat, die zu deiner Liebe führen. Danach sagte der Scheich als sechste Bedingung die gehorsame Unterwürfigkeit, welche im Gegensatz zum Unterlassen steht. Denn im Gegensatz zum Ungehorsam. Und damit ist gemeint, dass der Diener sich Allah durch dieses Wort ergibt und sich ihm fügt und unterwirft, indem er alles tut, was Allah liebt und von ihm verlangte. So wie Allah sinngemäß sagte, und wendet euch eurem Herrn reuig zu und seid ihm ergeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, damals, als sein Herr zu ihm sagte, und gemeint ist Ibrahim alaihi salam, damals, als sein Herr zu ihm sagte, ergib dich oder werde Muslim, sagte er, ich habe mich dem Herrn der Weltenbewohner ergeben. Die nächste Bedingung, die der Scheich erwähnte, ist die Akzeptanz. Die Akzeptanz, welche im Gegensatz zur Ablehnung steht. Das heißt, man akzeptiert dieses Glaubensbekenntnis und das, was es voraussetzt und bedeutet. Und das ist der Tawhid. Das ist die alleinige Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. So wie Allah der Erhabene sinngemäß sagte über die Götzendiener, denn sie pflegten, wenn zu ihnen gesagt wird, es gibt keinen Anbetungswürdigen außer Allah, sich hochmütig zu verhalten. Yani die Götzendiener, wenn sie zum Tawhid aufgerufen werden, oder wurden, die damaligen, über die Allah subhanahu wa ta'ala dies gesagt hat, wenn zu ihnen gesagt wird, es gibt keinen Anbetungswürdigen außer Allah, verhalten sie sich hochmütig und akzeptieren das Wort des Tawhids nicht. Die nächste Bedingung ist die letzte Bedingung, die der Scheich rahimahullah erwähnt hat. Und das ist der Unglaube gegenüber dem, was neben Allah angebetet wird. Und dies ist die letzte Bedingung. Und sie stellt die Verwirklichung der Bedeutung des Glaubensbekenntnisses dar.
Was bedeutet, dass man ungläubig ist gegenüber allem, was neben Allah angebetet wird. Und ungläubig gegenüber allen Religionen neben dem Islam. Und dies war der Ruf aller Propheten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, wir haben ja gewiss in jedem Volk einen Gesandten entsandt, der sagte, dient Allah und meidet die Götzen. Jeder Gesandte rief sein Volk zu diesem Glaubensbekenntnis auf. Wer also nicht ungläubig ist gegenüber allem, was neben Allah angebetet wird, dessen Glaubensbekenntnis ist nicht gültig. Genauso wie derjenige, der sagt, ich bin Muslim, Jude und Christ. Oder Muslim und Jude und Christ und Buddhist. Der hat das Glaubensbekenntnis nicht verwirklicht. Denn er hat sich nichts von den anderen Religionen losgesagt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, gewiss ist die Religion bei Allah der Islam. Und er sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß, wer eine andere Religion aus dem Islam begehrt, so wird sie nicht von ihm angenommen. Und er wird im Jenseits von den Verlierern sein. Möge Allah uns beschützen und bewahren. Dies waren die 8 Bedingungen für die Gültigkeit des Glaubensbekenntnisses. Einige Gelehrte haben nur 7 erwähnt. Warum? Weil der 8. Punkt in diesen 7 mit inbegriffen ist. Oder weil es eigentlich die Bedeutung selbst des Glaubensbekenntnisses ist und nicht eine Bedingung. Aber sie ist ebenfalls inbegriffen. Weil derjenige, der das Glaubensbekenntnis ausspricht, sich aber nicht lossagt und nicht ungläubig ist gegenüber den anderen Götzen und gegenüber den Götzen und den anderen Religionen, dessen Glaubensbekenntnis ist ungültig. Somit ist es eine Bedingung, die erfüllt werden muss. Und zwar, dass er dieses Glaubensbekenntnis in Tat umsetzt.